Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Und ja, ich kämpfe um mein Überleben. Ich weiß nicht wie, sie sind aber irgendwie reingekommen, die Schweine. Und der eine will ja nicht sterben, der hat schon bestimmt schon. Ey, jetzt reicht's. Nahkampf, mein Tag. Jetzt bin ich dran. Wo bist du? Alter, was der an Pfeilen geschluckt hat. Ich habe auch gefühlt 20 Pfeile hier verschossen, ey. Ah, er wollte nicht sterben. Ah, machen wir doch. Eigentlich wollte ich in den Wald, aber. Seht ja, ne? Es ist. Wird man angegriffen? Ey, komm, ich mach dir die Falle. So, komm her. Macht ihr auch die zweite scharf? Ich habe doch hier hinten auch einen Pfeil hingeschossen oder zwei ins Leere. Das ist halt weg. Oh, jetzt haben wir keinen Stock mehr oder was? Wie sind die hier reingekommen? Oder sind die einfach spawnen die hier rein? Das wäre ja echt scheiße. Na, ich war ja oben, habe mich eigentlich quasi so auf den nächsten Tag vorbereitet. Und auf einmal höre ich, ja, Falle ausgelöst. Dann gehst du halt runter, gucken. Hier war doch gerade was, na egal. Gehst du runter, gucken und ja. Ist hier eine Kannibalenparty. Ich hab die nicht eingeladen. Weil wenn ich die gleich alle zerhacke oder so, dann. Dann sehe ich ja wieder. Bin ich ja wieder schmutzig infiziert, brauche wieder Aloe Vera. Also das ist schon mal ein schlechter Start in den neuen Tag. Also die kamen aber nicht von der rechten, also die kamen nicht von der Seite hinter uns, die kamen von hier irgendwo. Aber wo sind die hier durchgekommen? Wo seid ihr durchgekommen? Kommen die doch da oben vom Felsen runter? Habe ich auch nie gesehen bisher. Hier ist auch noch alles zu. Irgendwo ist ein Kannibalenschlupfloch. Los, wo? Wir brauchen ja eh noch drei Köpfe. Knochen können wir auch mal gebrauchen. Feuerchen an. Machen wir jetzt hier richtig einen Kannibalen hinlegen. Oh, ein komisches Beinchen, was der da macht. Köpfchen her. Leiche. Rennen. So, da wir ja immer nur ein Köpfchen nehmen können. Das hier mal raus. Okay, bleiben wir drin. Dann nicht.
Ach, Mann, die sind mal eingezäunt. Brauchen wir mal eine eigene Treppe. Na, geht nicht oder was doch? Na ja, gut. Ein Kopf haben wir. Ich hab Zeit. Ich hoffe, ihr auch. Ja. Also ich reiz die jetzt einfach mal. Ich hack da hinten die Bäume. Mal gucken, wo die rüberkommen. Aha. Die glitschen hier irgendwie rüber. Ihr alte Glitchies. Ich dachte, die sterben auf den Dingern. Ich habe doch mal eine Leiche gefunden. Na, geht gerade nicht. Eine Leiche gefunden. Der war auf der Mauer. Oder sind die einfach resistenter oder stärker? Dass es die nicht mehr abschreckt. Ja, habe ich jetzt keinen Bock, ey. Baust du hier stundenlang an einer Mauer gefühlt? Denkst du, das hält? Fangen die jetzt an, drüber zu klettern? Oh Mann. Bisschen Laub drauflegen. Toll, und ich dachte, ich erkundschaft ein bisschen den Wald aus. Natürlich, kommen wir überhaupt hoch? Oh ja. Sind die vielleicht da einfach lang gekommen? Aber ich habe sie noch nie bergab laufen sehen. Noch nie. Ich habe sie klettern sehen und, aber ich habe sie nie irgendwie diesen Berg runterlaufen sehen. Jetzt haben wir noch zwei Knochenrüstungen übrig. Ist auch praktisch. Ein Köpfchen. Dann trinken wir noch mal was. Sind die jetzt weg? Was sagt die Sonne? Wir gehen ja eh in die Höhle. Okay. So, wir sind das eine Mal hier lang. Diesen Weg gefolgt. Und dann sind... Ich glaube, es war immer so rechts vom Weg. Ist halt noch ein bisschen doof, wenn man keine Karte hat. Kann ich nicht mehr nehmen. Wir sind auch oben gelaufen. Nicht nach unten. Mal gucken wir trotzdem mal, vielleicht ist hier da... Ja, hier ist nämlich auch was. Ja, gehen wir mal rein, ne? Wo
immer dunkel. Oh, mit Fotokamera. Tuch und den Stock. Dauert er hier. So. Ich überlege, ob wir hier mal waren. Sehen ja alle gleich aus, die Höhlen. Oh, Drinks. Neues Tier entdeckt. Hallo? Kann man nur töten. Noch mehr Fledermäuse. Ist schon cool. Also ich habe jetzt auch im Harz mal eine zwei Höhlenwanderungen gemacht. Eine natürliche Höhle und also die natürlich ausgehöhlt ist oder ausgehöhlt wurde, ausgewaschen wurde. Und einmal so von ja, Menschen gefertigte Höhle. War schon cool, leider ja eher so für Familien gedacht. Weil ich hätte echt mal Bock. Jetzt ohne. Weil die sind ja schon. Das eine war ein Museum mit dran. War cool, will ich nicht abstreiten, ne? Aber mal so, es war überall Licht halt, ne? Und mal in so eine Höhle reinzugehen ohne Licht, das wäre echt. Das wäre echt gruselig, finde ich. Ja, hier war ich noch nicht, das kenne ich noch nicht. Medizin. Gut, dass ich noch vorher einen Schrank gebaut habe und die ganzen Medizinkrempel zu Hause gelassen habe. Bis auf eine Packung. Ich glaube, davon kannst du auch nur 5 mitnehmen oder so. Dann gönnen wir uns jetzt mal einen getrockneten Fisch. Ausrüsten? Ich will den essen. Ich hab doch Hunger. Was kann ich im Wasser nicht essen? Hä? Getrockneter Fisch. Verdorben, scheiße. Oh, ich dachte, der wäre fertig. Der war zufällig. Dann essen wir das. Und dann gönnen wir uns hier mal eine Soda. Haben wir so viel gefunden. Noch mehr Drinks. Kann schon keine mehr nehmen, ey. Da runtergefallen. Ah, ich kann keine Medizin mehr nehmen, ey. Scheiße. Hier geht's auch weiter. Ich glaube, wir waren der schon mal drin, aber wir sind jetzt anders abgebogen. Das sieht doch schon wieder. Ein Kruzifix. Mensch, wenn ich jetzt in Bayern wäre, wäre ich glücklich. Das soll bestimmt wieder eine Wand zum Zerkloppen, ne?
Das ist schon mal nichts. Andersrum. Wie geht's hoch? Oder? Ist ja riesig hier. Wo bin ich denn gerade durchgegangen? Scheiße, geht noch tiefer. Warte mal, ich will nochmal, bevor ich jetzt hier lang gehe, nochmal kurz zurück und den anderen Abschnitt testen. Oh, wo sind wir hier durchgekommen? Ja, hier war es, okay. Weiß ich. Das war jetzt mit dem Totenkopf der Weg. Hier ging es ja auch weiter. Köpfe. Eine Kassette haben wir gesammelt. Kassette 5. Alter, das geht hier immer auch weiter. Kruzifix haben wir gefunden. Notiz? Ja, kann ich bloß nicht lesen. Ist auch, glaube ich, nicht in Englisch. Also meine Theorie ist, dass ja die Leute, die Christen, die hier waren, das zuerst gefunden haben. Missionare oder sowas. Ey, es geht hier noch tiefer. Ne, hier ist ein Ausgang. Wäre jetzt vielleicht interessant, wenn man eine Karte hätte, könnte man sich jetzt markieren. Oh Mann, nisch. So, jetzt gehen wir den anderen Weg nochmal lang und gehen tiefer in die Höhle. Aber die verwerten alles, ne? Also, muss man schon sagen, als Kannibale, die verwerten alles. Richtig? Also, die verwerten die Finger, die Köpfe, die Arme, Beine, alles. Okay, man sieht nicht, dass sie die Gliedmaßen benutzen. Aber vielleicht brauchen sie die ja für ein Ritual oder so unter Kannibalen, keine Ahnung. So. Ach, soll ich mal meinen Arm ausschütteln? Da schläft er schon ein. Ah, hier haben sie jemanden halbiert. Die andere Hälfte ist hier. Ja, da geht's tiefer, ne? Aber wo geht's da lang?
Ausgehöhlte Beine. Stulpen. Ah, doch, hier ist Weg. Aber ich sehe nichts. Oh, scheiße, da geht's auch weiter. Willst du mich verarschen? Riesig ist diese Höhle. Sind wir? Einer mit der ersten Höhlen. Und der war Wahn. Und hier geradezu ging es doch zu irgendeinem Vieh. Ich habe nie diesen Abzweig gesehen. Nur ich sehe ihn jetzt auch wieder nicht. Nee. War doch irgendwo ein Weg, verdammt. Weiß, jetzt fange ich wieder an. Ich war doch. Also einmal geht es da runter zu so einem Mutantenvieh. Ah. Vielleicht hier? Das ist moderner, das ist ein Bergbauhelm. Aber von hier? Ich sehe gerade absolut nicht, wo ich lang gehe. Komm, nimm mal lieber das Feuerzeug. Sitzt das mit dem Schädel wieder? Geradezu. Ah, wir müssen die Snacks essen. Der Fisch ist ja verdorben. Ach komm, vor den Jungs haben wir auch so viel gefunden. Trinken wir auch nochmal ein. Also ich gehe jetzt hier tiefer, einfach nur, weil ich diesen Ort wahrscheinlich nie wieder finden werde. Nicht ohne Karte und diese Abzweigung sowieso nicht. Oder pass auf, hier waren wir auch schon. Mal heller leuchtet der Gang. Und Ausgang. Schon wieder. Hm. Nee, ist kein Ausgang. Hier geht's weiter. Wasserfall? Okay, hätte sein können, das ist ein geheimer Geheimweg ist. Früher hat man ja bei so Computerspielen immer, wenn Wasserfälle waren, war da immer eine Kiste oder zum Beispiel bei einem Rollspiel. Damals. Macht heute keiner mehr. Aber ich erwarte da immer noch eine Kiste. Ganz scheiße ausgeleuchtet hier, muss ich mal sagen. Scheint eine große Höhle zu sein.
tot? Hat der geschlafen? Alter, was ist das hier? Ist ja voll die Megahöhle, aber ich sehe einen Scheiß. Entdeckt. Okay. Du lebst noch. Nicht mehr. Okay. Das sind die kleinen Babys oder was auch immer für Viecher. Finde ich ein bisschen eklig. Er lebt doch noch hier. Oh, jetzt gib mir meine Pfeile wieder. Ihr Knallkopfbabys. Geschwister sind vermisst. Wie sieht das Kind kacke aus? Kann man das sagen? Und in den Kisten wahrscheinlich nichts Besonderes. Soda! Komm, davon können wir uns doch satt trinken. Nee, kann man nicht, schade. Dann essen wir mal ein Snackchen. Da ich ja mit verdorbenem Essen in die Höhle gehe. Ah, da, ich höre doch jemanden. Der ist ja ganz nah. Das andere Kruzifix können wir nicht mitnehmen. Und Stock. Alkohol. Alter! Brauchst du nicht zurückrennen? Das sind zwei. Der hinten raschelt und da links. Ja, oh. Jetzt komm hergezappelt. Ist er wirklich tot? Ja. Einer war da irgendwo noch. Stock. Komm, nimm den Speer wieder. Geht nicht kaputt. Okay. Nichts. Hier oben ist auch ein Hauch von nichts.
will nicht in dieses Wasser rein. Ah, ich nehme jetzt mal die Taschenlampe. Sehe ich damit vielleicht ein bisschen mehr? Das Wasser ist nicht tief. Kisten, schwebender Balken. Alkohol. Alkohol. So, bevor ich jetzt hier keine Pfeile mehr machen kann, kombinieren. Brauchen wir dann auch, verbrauchen wir ein bisschen das Alkohol. Muss nur aufpassen, dass jetzt nicht Pfeile verschießt, die jetzt mit Alkohol getüncht sind. Und die gehen nämlich gerade zurück rein. Okay. Keine Ahnung, wo jetzt hin. Ah, wir sind von da gekommen. Scheint kannibalenfreie Zone zu sein. Okay, also runter. Leere Kisten, ey. Ich glaube, die sind alle leer, oder? Okay, scheint eine Kannibalenküche zu sein. Oh, Passagier Platz 7C haben wir gefunden. Aber was ist da von der Passagier? Das kann man mit den Uhren nochmal machen. Ey. Ich kann immer nur 4 mitnehmen. Ist irgendwie blöd. Naja, Sprengstoff. Machen wir mal. Weil wir haben noch Alkohol, muss ja mal weg, ne? Zum Money. Brauchen wir noch. Klebeband, ja, von denen habe ich nicht so viel. Machen wir mal eine Bombe, ist doch auch schön. Meine restlichen Klebeband würde ich mir doch mal aufheben. So, hier war doch irgendwo die Uhr, die habe ich doch jetzt. Könnte ich jetzt mitnehmen. Und dann nicht. Doch, doch, nee, ist ein Schädel. Ist das eine Kettensäge? Ja, geilo! Kettensäge. Hat sich ja voll gelohnt. Ich weiß auch, wo wir das Motorenöl herkriegen. Das war nämlich in der ersten Höhle. Wenn man da runter vom Seil kommt, nämlich geradezu, da gab es immer, glaube ich, ein oder zwei Fässer. Ah, hier können wir was entzünden. Cool. Da haben wir auch gleich Benzin. Nice, nice. Ihr könnt es nicht mehr tragen. Wo ist die Kettensäge? Oh. Wir können die nur ausrüsten, ja. Okay, cool. Da ja jetzt hier... Oh, geht das aus?
Ich habe kein Trinken mehr, verdammt. Da ja hier zwei sind, die spawnen bestimmt hier auch immer. Gucken wir mal, wo der Ausgang ist. Also den müssen wir uns echt merken, falls ich falsch liege mit der Anfangshöhle. Hier geht's doch bestimmt jetzt raus. Oh, wir müssen mal was essen und trinken. Trinken, essen. Kettensäge. Oh, ich liebe Kettensägen. Ja, es geht raus. Kettensäge. Oh, das wird so schön fantastisch werden. Oh, vielleicht kann man noch besser Bäume fällen damit, mit dem Teil. Nee, scheiße, wir sind noch in der Höhle. Tja. Also langsam möchte ich raus. Also reicht mit Höhle heute. Ja, da brauchen wir doch hier das Kletterwerkzeug. Ich weiß bloß gar nicht mehr, wie das ging. Mit dem Klettern. Irgendwie. Nee. Keine Ahnung. Die Maustaste? Nein. Ich glaube, ich muss immer E gedrückt halten oder so, sonst falle ich runter. Ja, lass los. Ist okay. Oh, was liegt denn da? Eine Leiterplatte einfach so. Ist nichts zu essen. Neue Passagiere. Ja, Uhren sind voll. Was ist das? Oh, ein Arm oder ein Bein von dieser Actionfigur. Oh, man kann sie bewegen. Warte mal. Da ist gerade Geld gefallen. Kann das sein? Ja. Krass. Bisschen makaber. Aber man kann sie nicht abhacken. Nee, verliert kein Geld mehr. Muss das so? Aber er verliert auch Geld. Zwei Geld gesammelt. Nochmal drei Geld gesammelt. Tanz für mich. Nein. Hab schon wieder Hunger oder habe ich meinen Hunger gar nicht gestillt? Ach komm, diese Snacks essen wir weg. Also, Stalagnit. Stalaktit war von oben. Ne, weil die Brüste, die hängen ja. Und wenn sie sich beide treffen, der Stalaktit und der Stalaganas, dann ist es ein Stalagnat. Ich glaube, irgendwie so war das. Habe ich gelernt. Und schwer verlernt. Aber Stalagnit, Stalag... Ach, ich habe es schon echt hier vergessen. Hm. Also ich weiß auch nicht, ob wir hier waren. Also das sieht mir auch alles irgendwie... Ich frage mich gerade, sind das da Leichen oder sind das jetzt Mutantenviecher? Ja, man kann es jetzt echt schlecht deuten. Gerade ein Hai oder so? Oh, Luft! Scheiße!
Hier ist kalt. Ist doch irgendwas drinne. Geht's hier wieder raus? Mama, bin ich schon reingegangen, oder? Hä? Oh, jetzt erfriere ich hier, oder was? Ich hoffe, davon haben wir genug. Was passiert, wenn ich da eine Flare reinwerfe? Leuchtfackel meine ich. Weil ich gehe noch, glaube ich, auch unter Wasser. Aber nicht in diesem Spiel. Was ist, wenn ich eine Taschenlampe nehme? Sehe ich genauso viel. Nämlich nichts. Weil das verdorbene Essen nochmal essen können? Ich glaube ja, es wird aber nicht gut sein. Ja, das Essen war nicht, kann das sein. Nein, jetzt habe ich es doch bedrückt. Kommen wir hier oberhalb weiter? Nein. Alles zu, aber wenn ich unten nichts sehe, ist doch scheiße. Wie soll ich denn da sehen, ob ich weiterkomme oder nicht? Fuck. Ja, mir ist kalt, ich weiß. Jetzt habe ich noch was hingelegt. Oh, ich will keinen Fisch essen. Ich wollte Laub hinpacken. Es sieht so aus, ob sie irgendwo weitergeht, aber kann sich täuschen. Das ist einfach ein Teil. Wenn es nicht weitergeht, dann wäre ich in der Sackgasse. Das finde ich unschön. Gut, ja, dann hilft's nichts. Den Fisch lasse ich mal da. Dann müssen wir jetzt echt einen langen Weg zurückgehen. Oh, hier geht's auch weiter. Oh, fick dich, Alter. Verkackte Fledermaus. Mann. Ah, hier ist der Ausgang. Neuer Eintrag in der To-Do-Liste. Was ist denn der Eintrag in der To-Do-Liste? Erkunde Wasserhöhle, das war es nicht. Erkunde Feuchthöhle, haben wir auch schon. Keine Ahnung, irgendwas. Kommt man da raus? Ganz kurz, es ist schon wieder Tag. Das Ausrüsten statt Taschenlampe. Und kannst du wegnehmen. Hier ist eine Bibel. Ah, wahrscheinlich auch schon dran vorbeigelaufen. Da hinten. Ja, ist schon wieder Tag irgendwie. Ah.
Und ich habe gerade keinen. Ja, da hinten ist unsere Basis. Ah, da ist der Berg. Und jetzt weiß ich auch, wo ich bin. Okidoki. War eine große Höhle. Aber eine Karte oder so haben wir immer noch nicht gefunden. Ach Mann. Ach, das ist schon voll. Nehme ich vergammelten Fisch mit, ey. Ich fasse es nicht. Gammelfisch. Jetzt neu. Von Nestle. Oh, schade. Ah, den Bambi will ich jetzt haben. Ein Treffer. Bambi, wo bist du? Ey, wo bist du jetzt? Ich habe ja schon zwei Pfeile investiert in dich. Ah, Regen. Regen ist gut. Scheiße, keine Ahnung. Also bei Seven Days to Die muss man echt aufpassen, wo es hinrennt, weil wenn man es ein, zwei Mal getroffen hat, kann es sein, dass es dann irgendwann wegklappt, einfach umkippt. Und bei hohem Gras oder so siehst du es nicht. Aber ich habe keine Ahnung, wo das Vieh hingerannt ist. Gut, ansonsten, das Video geht ja schon... Ach du Scheiße, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das Video geht doch ein bisschen länger als sonst. Ich glaube, ich würde jetzt einfach hier mal alleine... Ach komm, jetzt noch ein Bärchen. Bärchen. Ich esse jetzt noch mal... Da, kein Bärchen von. Ja, ich gehe jetzt einfach mal zurück. Wo kann man das essen? Ja, das tut weh. Ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt komplett durcheinander. Ist egal. Ach, denn Mann. Ja, ich gehe nach Hause und... Ja, ich bin weg. Da kommen ja jede Menge Kannibalen. Ich glaube, ich gehe wieder in die Höhle rein. Ja. Kann ich auch. Ja, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr vielleicht selber das mal gespielt habt und wisst, aua, dass es da unten vielleicht noch, oh, hier sind auch Koffer, dass es da unten vielleicht noch weitergeht, da laufen auch wieder welche und hier ist auch einer. Ey, ist hier ein Kannibalenfestival oder was? Gehst du weg? Ich wollte hier das Video beenden und ihr stört mich einfach. Ach du Jemine, ich hau ab. Ach, da kommt ja schon der Nächste. Ach, Mann, oh Mann. Ach, da kommt einer aus dem Wasser. Lecco mio. Mann, Mann, Mann. Sind gleich da. Ich warte nur ein bisschen auf Ausdauer. Okay. Ah, wir können nach oben, genau. In die obere Festung. Ging es hier hoch? Ja, die hängen da ein bisschen im Wasser. Ne, die will ich. Okay. Hängen sie doch nicht da so geradeaus. So. Jetzt nochmal. Also, wenn ihr noch irgendwie. Wenn ihr da mal in der Höhle drin wart und gesehen habt, dass es da irgendwie woanders noch weitergeht oder dass man da tauchen kann. Ich habe ja Taucherflaschen. Vielleicht gibt es irgendwo noch Taucherausrüstung. Kann ja sein.
ab in die Kommentare, wenn ihr noch mehr sehen wollt, natürlich ab in die Kommentare. Wenn ihr noch kein Abo hinterlassen habt, dann bitte ich euch doch darum, eins zu hinterlassen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Juhu, at home.